Ich arbeite seit 1987 bei den Tirolkliniken und habe mich damals dafür entschieden, weil ich nach meiner Ausbildung in Graz unbedingt in ein anderes Bundesland wollte und vor allem in eine andere Universitätsklinik. Habe mir dann angeschaut, welche kommen in Frage, welche Stellen sind wo, und in Innsbruck da habe ich das gefunden, was ich eigentlich wollte, und habe dann letztendlich in Natters begonnen. An meiner Arbeit gefällt mir am allerbesten, dass ich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Mit verschiedenen Geschichten, Lebensgeschichten, mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Auf der einen Seite, das heißt über Patienten und Patientinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch das Umgehen mit Kollegen und Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich auch Patienten, Angehörige. Das heißt, andere Berufsgruppen, die dazukommen. Also es ist ein ganz großes Konglomerat von verschiedenen Situationen, in die ich komme und das dann auch gilt, immer wieder zu lösen. An den Tirolkliniken ist das Besondere, dass es ein sehr großes Unternehmen ist, also gerade jetzt speziell in Tirol. Das heißt, es bietet für mich als Mitarbeiterin sehr viele Möglichkeiten, mich beruflich in irgendeiner Richtung zu entwickeln. Einerseits sind es unterschiedliche Fachdisziplinen, was gerade für die Pflege ja relativ einfach ist zu wechseln. Andererseits gibt es natürlich dadurch, dass es eine Uniklinik ist, auch eine Entwicklungsmöglichkeit drinnen, wenn man beruflich Karriere machen will zum Beispiel. Und was auch besonders zu schätzen ist aus meiner Sicht, ist, dass es so ein großes zentrales Haus gibt und dann kleine Häuser, wo man mit dem Wechsel von der Berufsrichtung gleichzeitig auch zwischen einem großen und kleinen Betrieb im Betrieb wechseln kann. Und das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und daraus ergibt sich wieder eine sehr große Möglichkeit zu netzwerken. Also das ist etwas, was ich sehr schätze an diesem Haus. Als Arbeitgeber erwarte ich zweierlei. Die eine Seite ist, was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Qualität der Patienten und Patientinnenbetreuung und Versorgung erhalten bleibt. Das erwarte ich mir auch von einem Arbeitgeber wie die Klinik. Das zweite ist im Bereich Personal, Mitarbeiter, dass sehr gute Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden, mit denen man oder innerhalb derer man auch wirklich gut arbeiten kann. Also ich bin überzeugt davon, dass das immer zusammenspielt. Befindlichkeit vom Personal, Befindlichkeit von Patienten lässt sich nicht trennen für mich. Ich erwarte mir, dass diese ganzen gesetzlichen Neuerungen, die jetzt mit der neuen Krankenpflegegesetz-Novelle kommen, sinnvoll umgesetzt werden, also dass das gut etabliert wird im Haus. Und ich erwarte mir natürlich, was auch ein großer Vorteil an der Klinik ist, dass es nach wie vor ein sicherer Arbeitgeber ist. In der Pflege viele. Also wenn ich von mir persönlich ausgehe, habe ich wirklich auch so diese ganzen Stufen durchlaufen, von der Diplomschwester über Spezialausbildungen, über Zusatzarbeiten, die ich übernommen habe, über die Möglichkeit, auch eine Leitungsfunktion zu übernehmen. Ich bin sehr froh und sehr glücklich auf der Position, wo ich jetzt bin. Und weiß aber natürlich, dass es genauso auch noch weiter ginge und gleichzeitig mit der Novelle jetzt ein ganz anderes hierarchisches System sich aufgebaut wird über die vielen Assistenzberufe. Das heißt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich beginnend in der Tirolklinik weiterzuentwickeln, je nachdem, wie weit man gehen will. Und das ist was Beachtliches, glaube ich. Da gibt es mehrere Highlights. Es gibt die Highlights in der unmittelbaren Patientenarbeit, die sich dann ausdrückt, weil man ganz spontan ein Lob kriegt oder Anerkennung kriegt und das sofort rückgemeldet kriegt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch ein aktuelles für mich, das war also aus meiner Leitungsaufgabe außer heuer im Frühjahr, ist es uns ermöglicht worden, dass ich Teamtage organisieren kann über die Personalentwicklung. Und das war ein richtiges Highlight. Also das ist ganz was Tolles gewesen, wo ich sehr viel gelernt habe, wo wir die Möglichkeit gehabt haben, wie eine Art Klausur jenseits des alltäglichen Arbeitens gemeinsam zu arbeiten, also sozusagen jenseits der Klinikräumlichkeiten. Es war
ganz was Spannendes und ganz was Tolles.